Bethesda. Das sind doch die Fallout- und Elder Scrolls-Macher, weiß doch jeder, werdet ihr jetzt sagen. Aber was, wenn ich euch jetzt sage, dass Bethesda auch die Erfinder der Madden-Serie sind? Oder der Firmengründer erst in Independence Day die Welt gerettet hat und später nachts heimlich in Büros eingebrochen ist? Oder der Bruder von Donald Trump die Firma mal vor dem Untergang bewahrt hat? Glaubt ihr mir nicht? Dann lehnt euch zurück, denn hier kommt die unglaubliche Geschichte von Bethesda Softworks. Der Firmenname Bethesda kommt zunächst mal vom Ort Bethesda im US-Bundesstaat Maryland, dem ersten Sitz des Unternehmens. Und der heißt so wie die Kirche Bethesda Meeting House, die wiederum ihren Namen von der Heilquelle von Bethesda im alten Jerusalem hat. Auf Hebräisch und Aramäisch bedeutet Bethesda witzigerweise sowohl Haus der Gnade als auch Haus der Schande, und wie der Rest des Videos zeigen wird, ist das in beiden Fällen ein durchaus passender Name. Gegründet wurde Bethesda Softworks im Jahr 1986 durch den MIT-Magister Christopher Weaver. Weaver, der bereits am Vorläufer der Virtual Reality geforscht hat, war so begabt und gefragt, dass er Jahre später auch als technischer Berater beim Kinofilm Independence Day mitgewirkt hat, weshalb die Rolle von Jeff Goldblum eigentlich auf ihm basiert. Weaver wollte die Firma nur Softworks nennen, weil der Name aber schon vergeben war, hat er einfach den Ortsnamen Bethesda hinzugefügt. Das erste Spiel war 1986 die Football-Simulation Gridiron, für die Weaver und sein Entwicklerteam die erste Echtzeit-Physik-Engine überhaupt programmiert haben. Gleich mit dem ersten Spiel hatte Bethesda für Aufsehen gesorgt, denn der Publisher-Konkurrent Electronic Arts wollte damals selbst ein Football-Spiel auf den Markt bringen und hat Bethesda deshalb den Auftrag erteilt, die Fortsetzung zu Gridiron zu entwickeln, und zwar als John Madden Football. Dass die heute weltbekannte Madden-Serie aber niemand mehr mit Bethesda in Verbindung bringt, hat einen mysteriösen Grund. Denn das nach Bethesda-Aussagen fertig entwickelte Spiel hat nie das Ladenregal erreicht. Stattdessen erscheint 1988 ein ganz anderes John Madden Football von EA, und Bethesda vermutet, dass EA so nur an den einzigartigen Quellcode für die Physikberechnung rankommen wollte. Im gleichen Jahr reicht Bethesda Klage ein, 7,3 Millionen Dollar soll EA für das geklaute Spiel bezahlen. Der Ausgang des Verfahrens ist bis heute unbekannt. Aus der Madden-Serie ist Bethesda raus, aber nicht aus den Sportsimulationen. Denn nach dem von Media Technology entwickelten Actionspiel Vortex ging es bei Bethesdas nächster Eigenproduktion aufs Eis. Wayne Gretzky Hockey für Amiga, Atari ST und DOS dreht sich natürlich um den kanadischen Eishockeystar und bekommt in den folgenden Jahren zwei Fortsetzungen. 1990 verabschiedet man sich dann aus Bethesda, also dem Ort in Maryland, und zieht mit der Firma ins knapp 15 Kilometer entfernte Rockwell. In dieser Zeit entstehen Spiele wie die Filmumsetzungen Terminator für den Sega Mega Drive und Kevin allein zu Hause für den NES. 1992 wechselt Bethesda dann die Perspektive und veröffentlicht mit Terminator 2029 einen Ego-Shooter. Dabei konnte man sich zwar nur in 90-Grad-Schritten drehen, die Ego-Sicht behält Bethesda aber bei, denn auch die Doom-ähnliche Fortsetzung Terminator Rampage von 1993 und Delta V werden aus der Ich-Perspektive gespielt. Und dann kommt das Ego-Ansichtsspiel, das die Geschichte von Bethesda für immer verändern wird, The Elder Scrolls Arena. Das Rollenspiel-Schwergewicht gilt bis heute als das Elder Scrolls mit der größten Spielwelt, erkauft sich die unglaubliche Gesamtfläche von etwa 6 Millionen Quadratkilometern aber durch prozedurale Generierung. Die Release-Version wird von zahlreichen Bugs geplagt, zudem kritisieren diverse Tests den schlecht balancierten Schwierigkeitsgrad und die größtenteils öde aus dem Algorithmus generierte Oberwelt. Trotzdem genießt Arena bei Rollenspielfans bis heute Kultstatus und ist außerdem auch der Startpunkt einer anderen Bethesda-Karriere. Der spätere Elder Scrolls Mastermind Todd Howard durfte nämlich als erste Aufgabe als Bethesda-Frischling die CD-ROM-Version von Arena testen. Bevor es mit den Elder Scrolls weitergeht, kümmert sich Bethesda 1995 erstmal um die Action. Mit Terminator Future Shock und dem eigentlich als Add-on geplanten, dann aber einzeln veröffentlichten Terminator Skynet erscheinen nämlich im gleichen Jahr gleich zwei neue Terminator-Spiele, wieder in Ego-Perspektive, aber erstmals in richtigem 3D. 1996 erscheint mit Daggerfall die Fortsetzung zu The Elder Scrolls Arena, und Bethesdas Action-Erfahrung wirkt sich darauf aus, denn die Maussteuerung der Terminator-Shooter hält jetzt auch in den Gefechten von Daggerfall Einzug.
Zwar dauert es immer noch 69 Stunden, um einmal quer über die riesige Spielwelt zu laufen, Daggerfall ist mit 15.000 Dörfern und 75.000 NPCs trotzdem deutlich kleiner als das lächerlich große Arena. Die Featureliste wächst dagegen und bringt ein Zauberspruch-Bastelsystem, kaufbare Häuser und Schiffe sowie ein dynamisches Politiksystem zwischen den Königreichen. Die Testwertungen fallen diesmal deutlich besser aus und auch die Verkäufe legen zu. Grund genug für Bethesda 1997 und 98 zwei weitere Elder Scrolls Ableger auf Basis von Daggerfall zu veröffentlichen. Sowohl das Third-Person-Action-Spiel Redguard als auch der Action-RPG-Ableger Battlespire fallen aber sowohl in den Tests als auch an der Kasse durch. Die Folgen für Bethesda sind dramatisch, denn nicht nur die Elder Scrolls-Verkäufe, sondern auch die des restlichen Portfolios brechen ein. Bethesda steht kurz vor der Insolvenz. Die Rettung naht schließlich durch eine neue Mutterfirma. Denn 1999 gründet der Bethesda-Gründer Christopher Weaver zusammen mit dem früheren Anwalt und Geschäftsmann Robert A. Altman das neue Unternehmen ZeniMax Media und kauft damit die ebenfalls von Weaver gegründete bisherige Mutterfirma von Bethesda, Media Technology. Mit an Bord bei ZeniMax das Who is Who der zahlungskräftigen Entertainment-Mogule, darunter Filmstudio-Boss Harry E. Sloan von MGM und Robert Trump, der Bruder des späteren US-Präsidenten Donald. 2001 wird Bethesda Softworks vom Entwickler zum reinen Publisher umfunktioniert. Eigenentwicklungen entstehen ab diesem Zeitpunkt beim neu gegründeten Studio Bethesda Game Studios, das die Arbeiten am nächsten großen Elder Scrolls Rollenspiel aufnimmt. Nur ein Jahr später ist es dann aber vorbei mit der Idylle im neuen von Chris Weaver gegründeten ZeniMax Firmenimperium. Denn 2002 wird Weaver plötzlich bei Bethesda entlassen. Der Vorwurf, er soll auf Firmenkosten weiterhin am MIT unterrichtet haben. Später behauptet er in einer Klage, von seinen neuen Geschäftspartnern bei ZeniMax aus dem Geschäft gedrängt worden zu sein und bekommt 1,2 Millionen Dollar als Abfindung zugesprochen. ZeniMax geht daraufhin in Berufung und erklärt, Weaver sei in die Büros hochrangiger ZeniMax-Manager Wee Altman eingebrochen und habe in deren E-Mail-Konten herumgeschnüffelt. Letztlich einigen sich beide Parteien darauf, den Streit außergerichtlich beizulegen. 2002 kommt mit dem nächsten großen Elder Scrolls-Rollenspiel Morrowind der neue Heilsbringer für Bethesda. Federführend daran ist Projektleiter Todd Howard, der zu Arena-Zeiten noch der CD-Version Test-Heavy war. Ursprünglich sollte Morrowind genauso gigantisch groß werden wie Daggerfall, Bethesda will mit dem nächsten Elder Scrolls aber vor allem beweisen, dass man technisch zur Speerspitze der Branche gehört. Morrowind hat deshalb eine Direct-3D-Engine mit beeindruckendem Detailgrad und Effekten, fällt aber deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Denn statt ganz Morrowind gibt's nur die Insel Wadenfell, trotzdem stecken knapp 100 Mannjahre Arbeit im Projekt. Anders als noch bei Daggerfall kommen die Spielwelt und Charaktere nämlich nicht mehr aus dem Zufallsgenerator, sondern sind handgebaut. 2002 ist Morrowind nach einigen Verschiebungen schließlich zunächst für PC und wenig später auch für die erste Xbox erschienen. Und obwohl Bethesda zu dieser Zeit bereits selbst Publisher war, hat man diese Aufgabe in Europa dem Konkurrenten Ubisoft überlassen. 2004 markiert den Beginn der zweiten großen Bethesda-Eigenmarke. Denn im Juni verkauft der finanziell angeschlagene Konkurrent Interplay Bethesda die Rechte, Fallout 3, 4 und 5 entwickeln zu dürfen. Obwohl der bisherige Fallout-Entwickler Black Isle Studios bereits mit der Arbeit am dritten Fallout begonnen hat, wirft man diesen Van Buren-Prototypen komplett aus dem Fenster und lässt Todd Howard und sein Team bei Bethesda Game Studios ein neues 3D-Fallout machen. Vorher gab es aber noch eine Kleinigkeit bei Bethesda Game Studios zu erledigen, denn nach dem immensen Erfolg von Morrowind geht mit The Elder Scrolls IV Oblivion das nächste Kapitel der Rollenspielreihe in Produktion. Oblivion wird erneut zum optischen Vorzeigespiel, die große Neuerung ist aber die KI. Denn das von Bethesda entwickelte Radiant AI-System ermöglicht glaubwürdigeres Verhalten von allen NPCs in der Spielwelt und kommt später auch in anderen Bethesda-Spielen zum Einsatz. Oblivion wird ein gigantischer Erfolg, der sich über 3,5 Millionen Mal verkauft, wird aber bis heute auch untrennbar mit dem Begriff von Abzock-DLC verbunden. Denn bevor später große Story-Erweiterungen veröffentlicht werden, nimmt Bethesda 2,50 Euro für eine bessere Pferdedecke. Für Oblivion muss Bethesda nochmals auf einen Publishing-Partner zurückgreifen. Diese Zeiten sind 2008 vorbei, denn dann eröffnet man in London das Europa-Hauptquartier des Publishing-Arms, der später auch um Niederlassungen in Tokio, Frankfurt, Paris, Hongkong und Sydney erweitert wird.
Im gleichen Jahr erblickt dann mit über 4 Jahren Entwicklungszeit Bethesdas Fallout 3 auf PC, Xbox 360 und PS3 die Welt. Obwohl alteingesessene Fallout-Fans wegen der neuen Ego-Perspektive und dem actionreicheren Ansatz etwas irritiert sind und die Release-Fassung von zahlreichen Bugs geplagt wird, räumt das Rollenspiel Traumwertungen ab und wird über 12 Millionen Mal verkauft. Fallout 3 setzt genau wie Oblivion auf die Gamebryo Engine, nutzt die Radiant AI und lässt den Spieler eine riesige Spielwelt im verstrahlten Washington DC nebst Umland erkunden. Auf dem gleichen Technikgerüst, aber mit vielen Gameplay-Verbesserungen, erscheint 2011 übrigens die Quasi-Fortsetzung Fallout New Vegas von Obsidian Entertainment. Im Jahr 2009 geht Bethesda auf Einkaufstour und schluckt das legendäre Entwicklerstudio id Software. Damit gehören Bethesda nicht nur die Doom- und Quake-Macher sowie deren Marken, sondern auch die mächtige id Tech Engine. Deren erstes neues Spiel unter Bethesda-Flagge Rage kann zwar nicht ganz an den Glanz der alten Tage anknüpfen, ist beim Release Ende 2011 aber ein solider und vor allem schicker Endzeit-Shooter. Für die Fortsetzung Rage 2 kooperieren id und Bethesda mit den Just Cause-Machern von Avalanche, um vor allem in puncto Open World nachzulegen. Deutlich mehr Ärger gibt's für Bethesda im gleichen Jahr bei einem anderen Shooter. Denn eigentlich sollte beim Entwickler Human Head Studios eine Fortsetzung zum Shooter-Hit Prey entstehen. Dieses Prey 2 hat Bethesda als Publisher auch auf der E3 2011 vorgestellt, mehr als einen coolen Trailer und eine Gameplay-Demo bekommt die Welt davon aber nie zu sehen. Nach Monaten der Gerüchte um schmutzige Wäsche zwischen Bethesda und Human Head enden im November 2011 plötzlich die Entwicklungsarbeiten an Prey 2 für immer. Obwohl das Spiel weit fortgeschritten ist, findet der geplante Release 2012 nicht mehr statt. Was genau hinter den Kulissen vorgefallen ist, weiß bis heute niemand so genau. Bethesda erklärt in einer Pressemitteilung nur, dass man den Release verschiebt, da man mit der Qualität des Spiels nicht zufrieden ist. Insider bei Human Head beschuldigen aber den Publisher, unmögliche Abgabefristen gesetzt und bei Nichteinhaltung Zahlungen verweigert zu haben. Angeblich hätte Bethesda so den bis dahin unabhängigen Entwickler zwingen wollen, sich aufkaufen zu lassen oder pleite zu gehen. Letztlich hat Human Head die Rechte an Prey wieder an Bethesda zurückgegeben, existiert aber bis heute weiter, genau wie die fast fertige Prey 2 Version. Das Jahr endet trotzdem zufriedenstellend für Bethesda, denn im November 2011 kommt das bis heute erfolgreichste Spiel des Publishers in den Handel, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Auch das kommt von Todd Howards Team bei Bethesda Game Studios und erzählt die Geschichte des Dovahkiin, der mit der Macht der Drachenschreie den Bürgerkrieg in der verschneiten Provinz Skyrim entscheiden soll. Das auf der neuen Creation Engine basierende Rollenspielschwergewicht wird dank Mod-Support mit endlosem Inhaltsnachschub versorgt und hat sich bis heute mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Statt Prey 2 erscheint zudem 2011 ein anderes Actionspiel von einem kürzlich von ZeniMax aufgekauften Studio, Dishonored von den Arx Fatalis-Machern Arcane aus Frankreich. Der Action-Schleichmix wird von der Fachpresse gelobt und bekommt 2016 sogar eine Fortsetzung. Diesem Trend folgt auch die Neuauflage von Wolfenstein, dessen Rechte sich Bethesda mit der Übernahme von id Software gesichert hat. Entwickelt wird Wolfenstein The New Order aber trotz id Tech 5 Engine nicht von id, sondern der neu gegründeten ZeniMax-Tochter Machine Games aus Schweden. Für die darbende Wolfenstein-Serie ein Glücksgriff. Fans und Fachpresse überhäufen den brutalen Shooter zum Release 2014 mit Lob, der 2015 um das Prequel Wolfenstein The Old Blood erweitert wird. 2018 setzt Machine Games mit Wolfenstein 2 The New Colossus sogar nochmal einen drauf. Ebenfalls 2014 erscheint mit The Elder Scrolls Online das erste MMO der Rollenspielreihe und in der Firmengeschichte. Das kommt aber nicht von Bethesda Game Studios, sondern vom schon 2007 eigens für das MMO und seine Zukunft gegründeten Entwickler ZeniMax Online Studios. The Elder Scrolls Online kommt bei den Fans zwar gut an, den World of Warcraft Killer hat man damit aber nicht erschaffen. Knapp ein Jahr nach Release wirft man das alte Geschäftsmodell über Bord und bietet das Spiel als Tamriel Unlimited ohne verpflichtende Abo-Gebühren an, was die Spielerzahlen deutlich wachsen lässt. Mit Morrowind und Somerset erscheinen zudem zwei vollwertige Add-ons.
Bethesda verfolgt den Studio-Einkaufskurs weiter und veröffentlicht 2014 ein weiteres Spiel eines Tochterstudios. The Evil Within von Tango Gameworks soll eine Neuinterpretation des klassischen Third-Person-Survival-Horrors werden und hat mit Shinji Mikami auch den Vater der Resident Evil-Spiele mit an Bord. Die nächste große Eigenproduktion von Bethesda Game Studios kommt nach Jahren der Gerüchte 2015 an die Öffentlichkeit. Zur E3 kündigt der Entwickler Fallout 4 an. Das basiert ebenfalls auf der Creation Engine und spielt rund um das zerstörte Boston, wo der Spieler nach Jahrhunderten des Kälteschlafs sein entführtes Kind finden soll. Bethesda behält das Spielprinzip der Vorgänger weitestgehend bei, feilt aber vor allem an der Spielbarkeit der Schießereien und baut ein umfangreiches Crafting-System ein. Zudem spricht erstmals auch die eigene Figur. id Software meldet sich dagegen 2016 mit der Neuauflage zu Doom eindrucksvoll zurück. Denn das texanische Studio schafft das schier Unmögliche, das alte Spielgefühl perfekt in ein modernes Technikgerüst zu verfrachten und gleichzeitig das Gameplay an den richtigen Stellen zu überarbeiten. Aber auch Quake bekommt nochmal eine Chance. Denn mit Quake Champions kombiniert id Software den trendigen Hero-Shooter mit klassischer Arena-Ballerei im Stil von Quake 3. Die Dishonored-Entwickler von Arkane wiederum arbeiten 2014 nicht nur an Dishonored 2, sondern bekommen außerdem die Prey-Lizenz. Arkane verwirft allerdings das fast fertige Prey 2 von Human Head komplett und beginnt die Arbeit an einer eigenen Interpretation der Marke. Das von System Shock inspirierte Weltraum-Horror-Action-Spiel wird zur E3 2016 angekündigt und erscheint schließlich im Mai 2017. Ebenfalls 2017 startet mit dem Creation Club der zweite Versuch von Bethesda, die aktive Modding-Community und Geld verdienen unter einen Hut zu bringen. Denn über das Portal sollen eifrige Bastler eigene Mods für Fallout 4 und Skyrim unkompliziert direkt im Spiel anbieten und daran mitverdienen können. Die Ankündigung wird in der Spielerschaft hitzig diskutiert, hatte doch Bethesda bereits 2015 probiert, über den Steam Workshop Mods für Skyrim zu verkaufen und dabei den Löwenanteil der Einnahmen einzubehalten. Anders als damals werden diesmal ausgewählte Modder für ihre Arbeit aber wie Subunternehmer von Bethesda bezahlt. Die Inhalte stehen zudem nicht nur auf dem PC, sondern auch für die Konsolenversion zur Verfügung. Und Christopher Weaver? Der arbeitet zwar nicht mehr bei Bethesda, darf sich aber trotzdem freuen. Denn seit 2010 gehören dem Firmengründer 33% des Unternehmens.